Ja, Freunde, und willkommen zu einem weiteren The Witcher 3 Part hier auf meinem Kanal, und zwar der 40. Heute kümmern wir uns mal nur um Hexeraufträge. Es geht um mysteriöse Spuren im Wald und dazu sollen wir den Jäger befragen. Bist du taub? Ab mit dir, verwünschter Mutant! Woher kommt dieser Hass auf Hexer? Woher? Das kann ich dir sagen. Einer der Euren kam her, fraß sich für 2 Tage voll. Dann wollte er uns einen Gefallen tun und unser Monster töten. Wir fragten nach seinem Preis, aber er sagte, er wolle kein Geld. Er wusste ja auch, dass wir keins hatten. Was wollte er denn? Und was wollte er, wenn kein Geld? Als Bezahlung wollte er etwas, was ich hätte, davon aber noch nichts wüsste. Das sagte er und ging. Und kaum war er raus, fing meine Tochter an zu heulen. Ich fragte sie, was los ist. Und sie? Oh, ich ertrag's nicht. Ich bring diesen Hurensohn um. Rede weiter. Sie jammerte, dass eine Bestie den Hexer töten würde. Was flennst du wegen eines Mutanten? Fragte ich. Da erzählt sie mir doch glatt, dass der Drecksack sie mit seinem bösen Auge behext und dann verführt hat. Das sollte sein Preis sein. Ein Hexerbalg. Hexer sind steril. Wenn er wirklich ein Hexer ist, hast du nichts zu befürchten. Wir können keine Kinder zeugen. Den Göttern sei Dank. Noch mehr von euch und wir sind verloren. Aber dieser da, der hat meine Tochter umgarnt und sie unter meinem Dach bestiegen. Das verzeihe ich nicht. Sag mir, wo er ist. Ich kann mich darum kümmern. Auf dem Friedhof. Da will er das Monster erschlagen. Hoffentlich reißt der Leichenfresser dem Lüstling die Gedärme raus. Kann ich nachvollziehen. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir mit dem Jäger sprechen. Was denn? Ich bin wegen des Auftrags hier. Hast du eine Ahnung, was für ein Monster es ist? Nein, aber es muss ziemlich groß sein. Es hat ein Dutzend Wölfe gerissen und ausgeweidet. Aber das meiste hat es übrig gelassen. Das heißt, dass es aus Bosheit tötet. Nachts hört man es wild heulen und bellen. Die Leute trauen sich nicht mehr in den Wald, obwohl das Dorf hungert. Reden wir über unsere Belohnung. Ich kann mich um das Monster kümmern, aber nicht kostenlos. Wie viel willst du? Ja, auf jeden Fall nicht wenig, mein Freund. 300 Latt. Das können wir dir zahlen. Sehr schön. Gut, ich kümmere mich darum. Das Glück war uns hold, als es dich hergeführt hat. Gute Jagd wünsche ich. So, ja, dann müssen wir den Wald jetzt mal erkunden. Eieiei, ich bin mal gespannt, was das für ein Viech sein soll. Alter Schwede. Das Monster hat das ganze Rudel getötet. Hier sind doch die Spuren. Sieht nach einem Werwolf aus, oder? Groß. Richtig groß. Ja. Entweder ein Werwolf oder ein Greif. Auf jeden Fall ging es hier hoch. Ja, wo sind die Spuren jetzt? Auf jeden Fall hier. Und mehr finde ich nicht. Hat ganz schön viel Fell am Stamm gelassen. Der Geruch ist noch da. Das ist gut. Gerüche sind immer gut.
So kommen wir schneller zum Ziel. Ich muss einen anderen Weg finden. Stinkt nach Bierscheiße. Ja, alt und vertrocknet. Der Bier ist schon länger in der Gegend. Ich wusste es doch. Wartet, habe ich Reliktöl? Bestienöl, Vampiröl, Hybridenöl. Ich gehe mal auf Alchemie. Badabab. Gorgor-Absud, Helfer-Absud, Werwolf-Absud, Wyvern-Absud, Biers-Absud, ein grünes. Echt kein grünes? Doch, hier. Warte mal. Alchemie. Bismutagen. Kann ich da vielleicht was herstellen? Nee. Ja gut, dann muss ich das Biest so irgendwie bekämpfen. Fragt sich nur, ob das gut geht. Ich hoffe es. Na komm, ich muss hier nach oben. Dazu müssen wir jetzt einen Weg in die Höhle finden. Jawohl, haben wir. Gut, Licht brauchen wir auf jeden Fall. Noch nicht lange tot. Was es wohl umgebracht hat? Alter. Bestimmt ein Weibchen. Geralt, du sollst die Spuren untersuchen. Abdrücke. Der Kampf hat eine Weile gedauert. Oh, eine Truhe. Ja, nice. Blutige Feldstücke. Das zweite Biest hatte eine andere Farbe. Die haben beide viel Blut verloren. Soll ich hier denn noch was finden? Ist jetzt die Frage. Hier sind jetzt halt nur noch diese Fußspuren. Noch eine Spur, aber sie ist zu klein für einen Bies. Ein Schott, das muss es sein. Hat wohl mit dem Bies um sein Territorium gekämpft. Ich muss ihn irgendwie herlocken. Okay. Sollen wir Köder herstellen? Öle. Warte mal, was sollen wir machen? Bereite Köder mit Hilfe des alchemistischen Rezepts vor. Schrotköder. Alles klar. Finde ich den hier, den Schrotköder? Nee.
Ah, hier. Krähenauge. Oh, ernsthaft. Und wo kriege ich das Krähenauge her? Ich hab doch gar kein Krähenauge, ey. Mann, das nervt. Kann ich das nicht irgendwie herstellen? Und wo finde ich das? Müsste ich doch irgendwo zu kaufen kriegen. Haben wir denn hier irgendwo... Sind die für Alchemiezutaten? Das Yantra. Nervig, nervig, nervig. Da. Also müssen wir zur Schwarzzweig. Sehr schön. So, Freunde, an der Stelle breche ich das Ganze ab und mache das alles nochmal neu. So, Freunde, da bin ich wieder, und zwar war ich ganz eben schnell beim Weideler. Da habe ich auch die Krähenaugen bekommen, was ich persönlich ganz gut fand. Ich habe ihn gleich alle abgekauft. Und habe auch gleich noch das Rezept für Nordwind, finde ich auch noch ganz praktisch. So, Tränke haben wir jetzt hergestellt. Jetzt gucken wir nochmal schnell auf der Karte. Wo denn der Short war? Ja, da unten war die Höhle. Alles klar. Ja, siehst du, wird uns auch schon angezeigt. Da düsen wir jetzt mal wieder kurz hin, ne? Und dann machen wir das Viech platt. Oh, als ob Geralt nicht zwischen Bäume hüpfen kann. Jetzt kriegen wir das Mistviech dran. Brauchen hier nur noch die Köder zu verteilen. Den hier irgendwo natürlich nicht. Den muss ich jetzt noch mal einfügen. Questgegenstände da. Shortköder. Tun wir da hin. Hä? Ach so. Alles klar. So, warte, wie ging das? Bin ich jetzt komplett verpeilt? Hä? Ach, ja, eins, alles klar. Der Wind heult.
geschafft. Das müsste die Aufmerksamkeit des Jords auf sich ziehen. So. Wir dürfen hier jetzt nur nicht alles verballern. So. Eins noch. Und dann dürften wir den auch schon plätten können. Hoffe ich doch. Das nehme ich mit. Die Bestie taucht garantiert auf. Ich muss nur in der Höhle warten. Erstmal muss ich wieder nach oben kommen hier. So, Igni brauche ich auf jeden Fall gegen das Viech. Ein Short. Der Short macht Mord. So sieht's mal aus. Geralt, als ob du da nicht hochkommst, sag ich doch. Zack. Ja, nice. So, jetzt muss ich irgendwie in die Höhle wiederkommen. Das war doch hier irgendwo. Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Genau hier. Da haben wir ihn. Wie die Banditen im Wählen sagen, aus dir man mag Fleisch. Mal mit Tränken aufrüsten hier. Es macht ordentlich Schaden, das Viech. Gut, er brennt. Ein Schlag noch, dann haben wir ihn. Sehr nice. Erledigt ist er. Perfekt. Und ein neues Reliktschwert dazu bekommen. Gucken wir uns das Reliktschwert gleich mal an. Blauzorn, alter Schwede. Besser wie Adandite. Obwohl, Bonuserfahrung bei Monstern, Chance auf Betäuben, Rüstungsdurchbohrung. Vergessenes Schwert. Ja, wir müssen hier leider Gottes was loswerden. Wir sind zu schwer. So, holen wir uns unsere Belohnung ab und dann machen wir noch die Nebenmission. Ah, verdammt, fast verreckt. Dann machen wir auf jeden Fall noch die Nebenmission mit dem Möchtegern-Hexer, der ja vor dem Dorfältesten angeblich die Tochter bestiegen hat. Und wohl geschwängert haben soll, obwohl das eigentlich gar nicht möglich ist, weil Hexer ja steril sind. Demnach schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Ich sollte aber vorher jetzt noch mal meditieren. Ja, sehr schön, Tränk haben wir auch wieder voll. Das ist wichtig. Her mit der Knete. Was denn? Na, was wohl? Im Wald in der Nähe war ein Short.
Der hat mit einem Bies um sein Territorium gekämpft und ist aggressiv geworden. Ein Short, ein Bies? Was wollen die von uns? Kommen da noch mehr? Paktieren sie gegen unser Dorf? Wohl kaum. Ich halte die Augen offen, ob da draußen noch mehr ist. Alles Gute, Hexer. Hier, nimm die Börse. Das ganze Dorf hat gesammelt. Danke. Sehr schön. Die Kohle können wir auch sehr gut gebrauchen, nachdem wir jetzt schon so viel ausgegeben haben. 400 Erfahrungspunkte, ja, das hat sich doch gelohnt. Und die 300 Kronen, so Quest. Nebenquest, ein möchtegern Hexer. So. Da soll der sein. Gut, dann wollen wir da jetzt mal hin, ne? Und dann denke ich, war es das auch schon mit dem 40. Part. Ja, der Short, ey, der hat ordentlich Power hinterm Kessel gehabt. Das hat man echt gemerkt. Noch ein bisschen mehr und der hätte uns eiskalt zerpflückt. Hule. Was wollen die denn hier? Oh, Geralt, Mann, Alter. Auf jeden Fall haben wir seine Fußspuren. Und danke. Da ist er auch schon. Danke. Ach, du kommst gerade recht. Noch einen Augenblick und der Ghoul hätte mich filettiert wie eine Flunder. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte eingreifen sollen. Dein Kampfstil ist mir neu. Ich hätte dir einfach zusehen sollen. Wo wurdest du ausgebildet? In der Schule der Schnecke? Aber wo hast du dann dein Wolfskopfmedaillon? Du bist ein echter Hexer. Was hat mich verraten? Dass ich mir beim Anblick eines lausigen Ghouls nicht in die Hose gemacht habe? Antworte mir, woher hast du das Medaillon? Ich habe es von einem fliegenden Händler. Oh, da kommen Dörfler. Bitte, verrate mich nicht. Das Monster ist tot. Oh, was ist das? Zwei Hexer? Wir haben aber nur einen reingestellt. Hier ist nur ein Hexer. Dieser Mann ist ein Scharlatan. Er reist von Dorf zu Dorf und legt die Leute rein. Nein, so ist das nicht. Ich kann alles erklären. Bestimmt. Er ist ein Gauner, ein Betrüger. Oh, wir haben Gesetze für seinesgleichen, besondere Strafen. Danke, dass du ihn enttarnt hast, Meister Hexer. Ja. Ihr solltet ihn zum Dorfältesten bringen. Natürlich. Der entscheidet, was aus dem Halunken wird. Der letzte Betrüger, der hier durchkam, hat mit Falschgeld gezahlt. Wir haben ihm die Hand abgehackt. Gewiss wird euer Ältester dafür sorgen, dass die Strafe dem Vergehen angemessen ist. Fangt damit an, dass ihr ihm das Schwert abnehmt und sein Medaillon ins Feuer werft. Lebt wohl. Sehr schön. Das hätten wir also auch. Er hat nur 3 Erfahrungspunkte, das ist ja armselig. Ja gut, dann war's das mit dem Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann beim 41. Part wieder. Haut rein!